Mike Klammer gehört nicht zu den Lautsprechern im Adlerkader. Seine Sprache sind die Tore. Der Mann, der an den Niagara-Fällen aufwuchs, ist keiner, der filigran seine Gegenspieler umkurvt, um dann zuzuschlagen. Der 1,88 Meter Brocken ist manchmal kaum zu sehen, um dann aber an der richtigen Stelle zu stehen. Gefürchtet in der ganzen Liga sind seine Handgelenkschüsse, die hoch unter der Latte einschlagen. Im September 2010 kam er nach Mannheim. 17 Mal traf er in der letzten Saison. In dieser Spielzeit steht er in der internen Scorerliste weit vorne. Ich fühle mich richtig gut, wenn ich auf dem Eis stehe, aber meine Mitspieler machen es mir auch einfach. Hoffentlich kann ich mit meinen Toren dazu beitragen, dass wir weiter so erfolgreich sind. Wer dreifacher Familienvater ist, für den ist die Vorweihnachtszeit die schönste, aber ganz sicher auch die stressigste. Wohl dem, der beim Besuch eines großen Mannheimer Kaufhauses vom Geschäftsführer persönlich begleitet wird. Während die 8 Monate alten Zwillinge Emma und Liam noch nicht wirklich was anfangen können mit all der bunten Pracht, ist Eli sofort begeistert. Der Zweijährige liebt Autos über alles und darf sich einen Racecar aussuchen. Melissa Klomek weiß, was jetzt kommt. Spielen, spielen und nochmals spielen. Der Nachmittag ist zumindest für Eli einer der schöneren. Zum ersten Mal darf er ein Fahrzeug mit Fernbedienung durch die Landschaft rasen lassen. Das erste Weihnachtsgeschenk wäre damit schon mal klar gemacht. Wir freuen uns sehr auf Weihnachten, besonders der Moment, wenn die Geschenke geöffnet werden. Eli ist jetzt ja schon alt genug, um zu wissen, wer Santa Claus ist. Zumindest haben wir ihm davon erzählt. Bei einer so großen Familie hat man immer Stress. Trotzdem freuen wir uns auf Weihnachten und gerade die Weihnachtszeit ist in Deutschland toll. Wir lieben es. Allerdings wird der Papa nicht allzu viel Zeit verbringen mit seinem Nachwuchs, denn auch über die Weihnachtstage wird trainiert und vor allem traditionell viel gespielt. Die Adler brauchen auch in dieser Zeit vor allem den Torjäger Mike Klammer, der immerhin zu 40 Einsätzen in der NHL kam und dabei für St. Louis 7 Tore schoss. Deutlich erfolgreicher war er in der Minor League, wo er für verschiedene Teams 219 Treffer erzielte. Diese Saison stehen in Mannheim bislang 13 Tore zu Buche. Die Mannschaft spielt sehr gut, das macht es einfach für mich. Es ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man oft gewinnt. Da herrscht eine ganz andere Stimmung in der Kabine. Ich hoffe, das alles bleibt so, auch im neuen Jahr. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage, die zu klären wäre. Was ist eigentlich stressiger, Eishockey-Profi zu sein mit der Verpflichtung, Tore zu erzielen, oder Vater von 3 Kindern? Auf dem Eis zu stehen ist nichts verglichen mit dem hier. 2 Kinder im Arm zu haben, daneben ist Eishockey spielen ein Witz. Na dann kann er ja weiter vor allem Tore für die Adler schießen. Bitte auch im neuen Jahr, Papa Michael Klomek.